Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit euch etwas ganz besonders Elegantes schaffen und ich habe mir überlegt, was ist denn eleganter als Marmor? Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video, starten wir direkt rein. Okay Freunde, ihr könnt sehen, ich habe hier drei identische Leinwände vor mir liegen. Eine Leinwand ist jeweils 20 x 50 cm groß und ich habe uns schon tolle Marmorfarben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Titaniumweiß, mit Oxidschwarz, mit 24K Gold von Amsterdam und natürlich mit Silber. Ihr könnt sehen, meine Farben sind heute minimalistisch gehalten und trotzdem werden wir heute ein wunderschönes Ergebnis erzielen. Wenn ihr mit einem dreiteiligen Bild oder mehrteiligen Bild starten möchtet, ist es immer gut zu erwähnen, dass ihr vielleicht euch vorher im Kopf ein Bild macht, wie eure Leinwände dann hängen werden, werden sie waagrecht oder werden sie senkrecht aufgehängt, sodass ihr später die Muster ein bisschen anpassen könnt. Meine drei Schätze sollen waagrecht an die Wand und ich starte erst einmal mit einer weißen Basisfarbe. Meine Basisfarbe ist im Verhältnis 1:1:1 mit Floetrol und Wasser gemischt. Das bedeutet, ich habe ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Floetrol und ein Teil Wasser. Und erst einmal verteile ich meine Basisfarbe großzügig auf meiner ersten Leinwand. Hier gilt es erst einmal einen Untergrund zu schaffen und als kleinen Tipp kann ich euch geben, um weniger Leftovers zu haben, stretcht die erste Leinwand einfach über der zweiten, so geht euch nicht so viel Farbe verloren. Ihr könnt mit der zweiten Leinwand die Farbe von der ersten einfach auffangen. Das gleiche mache ich nun auch mit meiner zweiten Leinwand. Ich dehne diese über meine erste Leinwand, fange die Farbe wieder auf. So stelle ich sicher, dass mir nicht so viel verloren geht. Generell sollten wir immer umsichtig mit unseren Kunstmaterialien umgehen. Die sind sehr wertvoll. Und ihr könnt sehen, ich dehne einfach die weiße Basisfarbe über meine Leinwände. Soweit so gut, ihr könnt sehen, unsere drei Leinwände haben erst einmal eine schöne glänzende weiße Basis. Und nun werde ich beginnen, nach und nach meine Farben aufzutragen. Dadurch, dass wir Titaniumweiß und Oxidschwarz miteinander mischen werden, werden wir einen schönen Grauton erschaffen. Wie vorhin besprochen, werde ich mir jetzt in meinem Kopf ein Muster zurechtlegen, welches dann über unsere drei Leinwände gleiten wird. Ich würde gerne mit Gold beginnen und ich dachte mir, es wäre doch ganz schön, noch ein bisschen Glitzer einzuarbeiten. Ich habe hier ganz gewöhnlichen Bastelglitzer. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo ich es gekauft habe, aber das findet ihr bei jedem Bastelzubehör. Ihr könnt sehen, dazu öffne ich einfach hier meinen Behälter und lasse ein paar Schimmerpartikel in meine Farbe tröpfeln. Ich möchte, dass es nicht zu viel wird, aber schaut mal, ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera genauso gut erkennen wie ich. Es ist wirklich sehr schön. Okay, soweit, so gut. Ich rühre meine Glitzerpartikel in die Farbe ein. Dadurch, dass wir nicht so viele verwendet haben, werden wir auch später auf unserem Bild keine einzelnen Partikel mehr sehen. Ich möchte nur meinem Gold noch einen zusätzlichen Schimmer verleihen. Okay. Gut, ich beginne mit meiner goldenen Farbe. Ich nehme mir ein bisschen etwas auf meinen Spatel auf. Lass mich jetzt einfach ein bisschen treiben von der Kreativität. Überlege mir, wie mein Muster aussehen könnte.
Ihr könnt gut erkennen, meine Lieben, ich trage erstmal ein bisschen weniger Farbe mit meinem Spatel auf. Wir können immer wieder Farbe nachtragen, wie es uns beliebt. Okay, ich lasse es jetzt erstmal so. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist Oxidschwarz. Werde ich nun einmal über und neben unserem goldenen Streifen auftragen. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist mein Silber. Und auch dieses Silber ist eine ganz schöne glänzende Farbe. Ich habe auch hier noch ein bisschen Bastelglitter. Und die möchte ich jetzt meiner silbernen Farbe ebenso hinzufügen. Ich habe mich für diesen kühlen Silberton entschieden. Ihr könnt sehen, ich öffne meinen Behälter und lasse einige Partikel in meine Farbe träufeln. Ich denke, das reicht uns schon für den ganzen Becher. Auch hier rühre ich meine Partikel kurz ein bisschen der Farbe unter. Und ihr könnt sehen, unser vorher schön schimmerndes Silber ist jetzt noch schimmernder. Und das wollen wir heute. Okay, ich nehme mir wie bei der goldenen Farbe ein bisschen silberne Farbe auf meinen Spatel auf. Und werde nun erst einmal hier mein Muster nachziehen. Ihr könnt sehen, auf meinem Spatel ist einmal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Farbe. Als nächstes möchte ich noch ein bisschen Titaniumweiß auftragen. Ihr könnt sehen, es ist die gleiche Farbe, die ich auch als Basisfarbe verwendet habe. Das soll einfach dazu dienen, dass gleich unsere Farben ein bisschen besser fließen können. Ich nehme hier auch gar nicht so viel. Ihr könnt es gut sehen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So. Okay. Und diesen Vorgang wiederhole ich. Ich nehme hier ein bisschen goldene Farbe auf meinen Spatel auf. Okay, wie vorhin gesagt, können wir bei dieser Technik im Nachgang immer noch ein bisschen Farbe auftragen. Ich möchte meine Muster jetzt erst einmal ein bisschen ausblasen, um zu sehen, ob ich es gerne noch ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler hätte. Und dafür schnappe ich mir jetzt meinen Föhn und wir legen los.
So weit, so gut. Was sagt ihr, meine Lieben? Ich finde es jetzt schon super elegant. Ich liebe das, wie sich die Marmorfarben miteinander verbinden. Es ist ein Hauch von nichts und doch macht es so viel her. Jetzt überlege ich mir, ob ich vielleicht noch ein paar kleine Muster hier an unseren freien Stellen anbringen möchte, aber nicht mehr viele. Ihr könnt gut sehen, ich habe hier begonnen, ein paar kleine goldene Streifen zu ziehen. Ich werde hier noch punktuell ein bisschen silberne Farbe auftragen. Ja. Meine Lieben, ich muss sagen, ich bin vollends zufrieden. Kommt mal ein bisschen näher ran, dann zeige ich euch hier die Details. Wir fangen unten links an. Schaut mal, wir haben ganz leichte Zellen bekommen in unserem Schwarz. Auch hier ganz leichte kleine Bubbles. Ich habe heute ganz bewusst sehr minimalistisch ausgeblasen und ich finde, dieses Muster ist einzigartig. Wenn wir nun übergehen zu unserem zweiten Bild, könnt ihr wirklich gut erkennen, dass sich hier das Muster weiterführt. Auch hier oben führt sich das Muster weiter. Auch hier gehen die Farben toll zusammen. Auch hier wieder kleine Bubbles. Und auf unserer letzten und dritten Leinwand wird hier das Muster weitergeführt. Ebenso wieder ganz kleine, zarte Zellen, die wir geschaffen haben. Und ich muss sagen, ich liebe es. Es ist so minimalistisch, es sind nicht viele Farben und trotzdem finde ich, dass dieser Marmor-Look immer einiges hermacht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich muss sagen, mir gefällt es ausgesprochen gut. Wenn es dir genauso gut gefällt wie mir, dann zeig es mir doch unbedingt mit einem Daumen nach oben. Und hier blende ich jetzt noch einmal das getrocknete Ergebnis ein. Und komm auch zum Ende des heutigen Videos. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben!